Und ich habe heute auch Fotos mitgebracht, dass wir wissen, was, wie die Räumlichkeiten ausschauen werden, wo wir in 2 Wochen einziehen werden. Also wir haben nur noch diesen Gottesdienst hier, nächste Woche noch und dann ab 25. sind wir in Baden. Yes, Habeck, lass krachen. Das ist mal der Eingangsbereich, der braucht noch ein bisschen Liebe, aber dass wir wissen, da kommt man rein, da werden Sofas stehen, Sitzgelegenheiten, so richtig super. Next. Hier kommt, sieht man noch nicht, aber mit einem geistigen Auge kann man sehen, da kommt eine Küche hin und wir werden da 3 Stehtische haben, die uns gespendet wurden jetzt schon, wo wir uns auch sehr darüber freuen und es wird Kaffee geben und so weiter. Ich komme in so einen Raum rein und sehe Gemeinde. Ich sehe, wie es wurdelt, wie geredet wird, wie miteinander gebetet wird, wie man über Sachen redet. Ich liebe es, ich liebe Gemeinde und ich freue mich einfach, dass wir da einziehen werden. Was uns zum nächsten Bild bringt, es wird einen Raum für Mamas geben. Es gibt ein Badezimmer, das wird ein bisschen umfunktionieren. Da kommt ein bequemer Sessel rein zum Stillen und ihr werdet trotzdem den Gottesdienst verfolgen können. Den Audio, das werden wir irgendwie lösen. Und ja, dass die Mamas mit ihren Babys da sich zurückziehen können. Yes. Kinderdienstraum. 30 Quadratmeter, richtig super. Altbau, wirklich leer, also, um das so sagen zu dürfen. Und jetzt kommen wir dann zum Grande Finale. Der Gottesdienstraum, auf den freuen wir uns auch schon. Ihr seht es, es hängen noch Drähte runter, es ist alles noch, da ist noch Arbeit zu tun. Aber wir werden das gemeinsam machen, es haben sich schon einige gemeldet. Wenn du handwerklich geschickt bist, melde dich bei mir oder bei Elias. Wenn du handwerklich nicht geschickt bist, melde dich bei Elias oder bei mir. Kannst du jetzt aussuchen. Und du mitmachen möchtest. Ja, ein Foto, glaube ich, haben wir noch vom Gottesdienstraum. Genau, also es wird super. Ich sehe da schon die Lautsprecher, ich sehe den Fernseher hängen, ich sehe die Lampen, die vielen Lampen, die da runterhängen werden. Es wird richtig super ausschauen. Aber es braucht noch ein bisschen Liebe, ein bisschen Arbeit. Wir fangen am Montag schon an zum Ausmalen. Es gibt schon einige, die sich gemeldet haben zum Ausmalen, wenn wir eine Menge Walzen brauchen, was voll super ist. Aber wenn du die Woche darauf, also nicht nächste, sondern die Woche darauf, noch Zeit hast, da wird es dann auch noch Sachen geben zum Übersiedeln, zum Herumtransportieren, zum Aufbauen. Dann melde dich bitte bei einem von uns beiden. Voll cool. Ich freue mich so. Wisst ihr, ich habe vor 25 Jahren bei einer Gemeinde mal mitgeholfen, den Boden zu verlegen. Ich weiß nicht, wie große Hilfe ich war. Ich bin jetzt nicht der allerbeste Handwerker. Ich habe mir was beigebracht, aber es war so ein ähnlicher Boden wie da, einfach nur ein Laminat. Und ich meistens, wenn ich an dem Gebäude vorbeifahre, freue ich mich drüber. Vermutlich ist der Laminat schon längst weg. Ja? Ist schon durchgetreten und ein neuer. Aber man freut sich so sehr, wenn man im Haus Gottes mitmachen kann. Das ist wirklich eine Freude, von der du lang was hast. Also ist jetzt nicht, bitte hilf dem Peter, Aufruf, sondern wir als Gemeinde, wir machen uns ein schönes, neues Zuhause. Das Haus des Herrn, oder? Ja, das Haus des Herrn. Was für ein Vorrecht. Und wir werden es füllen mit Lobpreis, mit Anbetung, mit euch. Ich meine, ich freue mich einfach, dass wir alle, ich freue mich auf euch und auf uns, die wir dann in diesen Räumlichkeiten den Herrn feiern werden. Und ich habe ein Herz fürs Haus und ich glaube, ihr auch, oder? Und wisst ihr, woher das kommt? Das kommt von Gott, weil Gott hat auch ein Herz für sein Haus. Und ich muss da kurz einmal wegschieben, den Camper. Ich muss woanders campen. Jesus, geht schon weggeschoben. Selbst ist der Mann. Jesus hatte auch eine Leidenschaft fürs Haus. Und dazu habe ich mal 2 Schriftstellen, Lukas 2, 48 und 49. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Ihr wisst, kurz zurück, was bisher geschah. Jesus, der 12-Jährige, war nicht bei Mama und Papa. Sie haben geglaubt, er ist mit der Verwandtschaft, aber irgendwie am Weg haben sie ihn verloren, haben sie geglaubt und dann haben sie ihn wieder gefunden im Tempel. Wir steigen da ein. Josef und Maria finden den 12-Jährigen Jesus im Tempel. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Jeder, der sein Kind nur in der Shopping City kurz verliert, weiß, was das für, wo ist mein Kind, ja? Mit Schmerzen gesucht. Und Jesus sagt, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Es hätte euch doch klar sein müssen, wo ich bin, oder?
Jesus sagt das mit 12 Jahren. Ja. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das ist so eine starke Aussage. Jesus liebt das Haus des Vaters. Jesus liebt Gemeinde. Und Gemeinde braucht Räumlichkeiten. Und jetzt haben wir welche. Wir haben buchstäblich Jahre gesucht nach etwas, wo wir Fixmieter sind, wo wir nicht aufbauen müssen, abbauen, wo wir einfach drin sind und die ganze Woche machen können, was wir wollen. Und das werden wir auch, das kann ich euch sagen. Da werden die Ideen sprudeln. Und was es braucht oft, ist einfach ein Gefäß und dann wird Gott füllen. Und das ist ein Gefäß und das wird er füllen. Auf das freue ich mich, auf all das, was dort passieren wird. Glaubt's mir, es ist so genial. Und dass du und ich da dabei sein können, ist ein Hammer. Also enjoy the ride, das wird wirklich ein Hammer. Wir wissen, Jesus hat auch, wie er in den Tempel gekommen ist und der Tempel eher der Shopping City geglichen hat, hat er den Tempel gereinigt, hat ein bisschen aufgeräumt. Und das finden wir in Markus 11, 17. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen, also auch für Österreich. Ihr habt es aber zu einer Räuberhöhle gemacht. Und Jesus war da leidenschaftlich für seine Gemeinde, nämlich auch für den Ort, wo sich die Gemeinde versammelt, nämlich die Kirche. Und ich habe ein Herz fürs Haus und ich weiß, ihr auch. Ich möchte jetzt eine bisschen längere Schriftstelle lesen, die ich hier aufgebaut habe, gerade erfolgreich. Wir wissen, dass im Alten Testament finden wir den Tempelbau, oder? Wo dieser wunderbare Tempel gebaut worden ist. Salomo hat ihn gebaut, David hat ihn ursprünglich, hat die Güter zusammengeschafft dafür. Und wir finden hier mit der Überschrift Spenden für den Tempelbau, Davids Dankgebet, finden wir im ersten Chronik etwas. Und der Herr König, der König David sprach zu der ganzen Gemeinde: Gott hat Salomo, einen meiner Söhne, erwählt, der noch jung und zart ist. Das Werk aber ist groß. Das gefällt mir schon einmal. Gott erwählt Leute und die schauen nicht so aus, als würde das jetzt was werden, weil er, ja, es geht um ihn in erster Linie. Er braucht willige Leute. Ja, sehr willig und gehorsam. Jung und zart, das Werk ist groß, denn es ist nicht die Wohnstatt eines Menschen, sondern Gottes des Herrn. Ich aber habe mit all meinen Kräften für das Haus Gottes beschafft, Gold zu goldenen, Silbern zu silbernen, Bronze zu bronzenen. Ich wollte das abkürzen, aber das ist einfach zu leiernd. Das muss ich jetzt einfach vorlesen. Das kann man einfach nicht weglassen. Hier gibt es keinen Cut. Silber zu silbernem, Bronze zu bronzenem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät, Onyxsteine und eingefasste Steine, Rubine und bunte Steine und mancherlei Edelsteine und Marmorsteine, die Menge. Das gefällt mir, diese Auflistung. Er hat einfach das Beste vom Besten für das Haus Gottes organisiert. Er hat gewusst, David, er wird den Tempel nicht selber bauen, aber er hat, was er gemacht hat, ist, er hat die Ressourcen dafür geschaffen. Und aus Wohlgefallen am Haus meines Gottes, da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich für das Haus meines Gottes außer allem, was ich schon zum Heiligen Hause beschafft habe, 3000 Zentner Ophir Gold, das wollen wir uns jetzt nicht in Milliarden ausdrücken, was das ist, und 7000 Zentner Silber, lauteres Silber, also nicht leise, um die Wände des Hauses zu überziehen, das golden werde, was golden und silbern, was silbern sein soll. Und zu alledem Werk durch die Hand der Werkmeister, die ich vorher erwähnt habe, die gut, die Handwerkgeschichtlichen. Gell? Und wer ist nun willig, heute seine Hand für den Herrn zu füllen? Ich meine, was ist das für ein Satz? Wer ist heute willig, die Hand für den Herrn zu füllen? Das heißt, wer ist bereit zu geben in diesem Tempelbau? Ich meine, das ist so eine starke Stelle. Da waren die Obersten der Sippen, die Obersten der Stämme Israels, die Obersten über 1000 und über 100 und über die Obersten, über die Werke des Königs willig. Und sie gaben zur Arbeit am Hause Gottes 5000 Zentner Gold und 10.000 Gulden und 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Bronze, 100.000 Zentner Eisen, also eine Menge LKWs. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, das ist auch mal ein starker Satz, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand Jehiels des Gershonitas. Also hat jeder gegeben, was er wollte. Ja? Aber er hat ihnen diesen Willen geschenkt und sie wollten. Und die nächste Folie, die fängt absichtlich so an. Und das Volk war fröhlich. Das macht dich fröhlich, dem Herrn zu geben,
macht uns froh. Es macht dich frei und glücklich, kannst du mal glauben. Ich habe schon von zwei Leuten gehört, die 1000 Euro spenden werden für das, was ich jetzt da gleich erwähne. Aber ich finde, das wird dich happy machen. I bet, das sage ich da. Und das Volk war fröhlich, denn dass sie so willig waren, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig und von ganzem Herzen. Auch der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn von der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist sowieso dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen. Und von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Von deiner Hand haben wir es dir gegeben. Halleluja. So stark. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, was wir beschafft haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, unsere Väter, bewahre für immer solchen Sinn. Diese Einstellung, Herr, hilf zu bewahren und solche Gedanken im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen auf dich. Und dann wurde der Tempel gebaut. Aber es hat Material dafür gebraucht, das zusammengetragen worden ist. Und wir brauchen jetzt keine 10.000 Zentner Gold. Schaut jetzt nicht. Dann könnte es sein, dass wir Baden kaufen. Ja. Das könnte sich ausgehen. Aber wir haben auch ein paar Dinge, die wir als Gemeinde finanzieren und wir haben Reserven, Gott sei Dank, als Gemeinde auch geschaffen. Trotzdem möchte ich euch dazu einladen. Wir haben hier ein paar Folien. Das erste ist einmal der Makler. Ja? Da ist der Erste, der zu Recht die Hand aufhält und was dafür bekommt. Dann haben wir eine Küche, die wir hineinbauen von einem bekannten Möbelhaus vermutlich. Dann Stühle, so werden die ausschauen, so ein kleiner Teaser. Wir werden einen ganzen Haufen von denen, die sind eigentlich schon am Postweg. Und wir werden einen Screen brauchen für Texte. Wir werden verschiedene Dinge brauchen, das alles wird dann Geld kosten. Wir haben jetzt auch gleich Beträge dabei. In etwa, das sind so die Preise. Und ich möchte, dass ihr nicht heute jetzt eure Sparbücher da, was auch immer, sondern dass du dich fragst, was du tun kannst oder möchtest. Du kannst doch sagen, hey, den Sessel, auf dem ich sitze, den will ich ganz selber finanzieren. 60 Euro. Du kannst aber sagen, ich möchte, wenn ich da vorbeigehe in diesem Kaffeebereich, immer mal denken, die Kuchel, das war ich. Ja? Oder was auch immer. Ich sage euch nicht, was ihr machen sollt. Überhaupt nicht. Das ist so weit weg von mir wie nur was. Und wenn hier niemand irgendwas gibt, bin ich auch nicht böse. Es ist nur eine Gelegenheit. Ich lade euch dazu ein. Euch dazu beteiligen in diesem Haus, das wir bauen. Haben wir noch eine Folie? Nein, ich glaube, das war's. Gell? Das ist nur repräsentativ. Wir werden auch eine Kinderdiensteinrichtung brauchen und so weiter und so fort. Aber ich möchte, dass ihr euch eingeladen fühlt und darüber betet und Gott fragt, soll ich was tun? Und wenn ja, was? Und wenn nicht, dann ist auch gut. Freiwillig. Das ist das Motto. Und wenn du das zusätzlich zu deinem Opfern und Zehnten machen kannst, weil das ist es nicht, das ist on top, das ist ein Gebäudeprojekt. Herz fürs Haus, genau, das habe ich gestohlen. Ein Herz fürs Haus, du kannst das auch gern mit Verwendungszweck überweisen, kannst auch schreiben, Herz fürs Haus, ein Sessel, Herz fürs Haus, zwei Sessel, Herz fürs Haus, drei Küchen.
wenn wir nur zwei kaufen oder eine. Was auch immer du möchtest, feel free. Wir werden das auch auf die Homepage tun heute. Halleluja, danke Herr. Danke Herr für dein Wesen, das sich in uns manifestiert. Danke Herr, du bist so ein freigebiger Gott. Und wir wollen jetzt auch ein Opfer einsammeln für diese Gemeinde hier. Danke Herr. Danke Herr, dass du der Geber der guten Gaben bist und zu unseren Herzen sprichst. Amen. Also die Ordner geben jetzt die Opferkannen durch. Und geht's euch gut? Seid begeistert? Ich bin sehr begeistert. Und jetzt sind wir so viele Jahre irgendwie mal dort, mal da, mal so. Und mein Hirn, ich muss mich jetzt umtrainieren. So. Ich habe an die Frauenkonferenz gedacht und denke mir, was werden wir da machen? Und immer, wenn ich dran denke, sehe ich uns im Ich-Bin-Raum. Und dann war ich so, nein, wir werden nicht in Ich-Bin-Raum mieten. What for? Wir haben ein Gebäude. Und das ist richtig cool. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott wird nicht nur dort sein, sondern er wartet jetzt schon auf uns dort. Ja, in jedem Raum. Und er ist da mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Fürsorge. Und er wird großartige Dinge tun in diesen Räumen. Nicht nur für uns, sondern für Leute, die noch gar nichts von uns wissen. Ja. Amen. Gott ist immer so vorausschauend. Ja? Und lass dich mitnehmen auch in das, dass er dir Dinge zeigen kann, dass du weiter schauen kannst als das, was du jetzt siehst. Und so macht das Leben dann noch viel mehr Spaß. Amen. Wenn man mit Weitblick lebt, mit Weitblick baut und Vision von ihm hat. Bei der Glaubenskonferenz dieses Jahr, ich finde, es war die beste Glaubenskonferenz ever. Und wir waren schon auf über 20 Glaubenskonferenzen. Aber wer weiß, vielleicht sage ich das jedes Jahr, das war die beste. Und was es für mich so gut gemacht hat, diese Konferenz, war, dass die Leute so angeschoben haben im Lobpreis und Anbetung. Ja? Ich meine, Predigten sind immer super dort und Gemeinschaft ist immer super, aber es waren so starke Lobpreiszeiten, so starke Anbetungszeiten. Und Gott sucht Anbeter. Warum? Weil wenn angebetet wird, manifestiert sich sein Geist. Und er möchte das. Amen. So, es ist kein Rätsel, warum Gott wo auftaucht. Er reagiert auf Lobpreis und Anbetung. Und wir sind eine lobpreisende Gemeinde. Aber ich möchte sagen, hör nicht auf damit. Und jeder Einzelne ist wichtig. Ich kenne den Gedanken, wenn man da sitzt und sich denkt, ja, ob ich jetzt mitsinge und ob ich jetzt laut und ob ich dabei bin, macht nicht so viel Unterschied. Es macht einen enormen Unterschied. Enorm. Jeder Einzelne. Und wie gesagt, du musst nicht gut singen können dafür. Deshalb drehen wir so laut auf. Ist nett, oder? Ja? Ich war früher in einer Gemeinde, das ist auffallen, da habe ich mich selbst so laut gehört und auch mein Nachbar, das ist dann schwieriger. Aber wenn es so schön laut ist, genau. So, ich möchte, dass wenn jemand ein Zeugnis hat, was er erlebt hat mit der Glaubenskonferenz, dass du das gibst kurz. Und ich bin mir sicher, ihr habt alle was erlebt. Und ich werde anfangen und nachher, wenn wir fertig sind, werden wir noch kurz beten und Abendmahl feiern. Und ich möchte auch, dass wir heute Abend mal feiern im Hinblick auf das, was Gott für uns hat. Und dass wir im Glauben das auch einnehmen. Amen. Und ich möchte sagen, jeder von euch ist wichtig. Jeder. Ja? Wir brauchen jeden Mann, jede Frau. Wir brauchen dein Glaube. Amen. Ja? So diese Glaubenskonferenz für mich, es waren so gute Zeiten mit dem Herrn. Ich habe so viel von ihm empfangen. Ich habe so viele Wörter bekommen, auch Leute, die was zu mir gesagt haben, die für mich gebetet haben, die so treffend waren. Das ist so auferbauend, wenn Gott spricht. Amen. Aber das allerbeste für mich war wirklich ganz überraschend am Schluss die letzte Session. Und ich möchte vorausschicken, dass der Bete und ich, wir besprechen das, ich möchte nicht sagen diskutieren, wir besprechen das öfter, ob es wirklich notwendig ist, diese Videos aufzunehmen und ins Internet zu stellen. Das besprechen wir öfter. Und wir haben jetzt wieder so eine Runde von Besprechung gehabt, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt umziehen, brauchen wir das wirklich, wollen wir wieder Kamera aufstellen und so weiter. Okay. Und ich habe während der Glaubenskonferenz, waren ein paar Situationen, wo Leute zu mir kommen, ich kenne die gar nicht, und die mich ansprechen auf irgendein Video von uns, was sie sich angeschaut haben. Und ich habe gedacht, cool, das ist nett von dir her und so. Und bei der letzten Session gestern, es war schon alles aus, wir fangen uns an zu verabschieden von Leuten, steht auf einmal ein Mann vor uns, und ich glaube, er ist noch nicht sehr lange in der Gemeinde gewesen, weil er hat uns gesiezt.
Und er steht auf einmal vor uns und er ist irgendwie so, zuerst habe ich mir gedacht, der ist ein bisschen verwirrt. Und er fängt an und sagt, er möchte uns was sagen. Und dann, wie er anfängt zu reden, merke ich erst, die Herrlichkeit Gottes ist so auf dem drauf, dass er weiß gar nicht gerade wohin mit sich und will uns was erzählen. Und zusammengefasst, was das, er war bei der Freitagssession, die wir bei der Glaubenskonferenz gemacht haben. Er war dort und seine Frau nicht, weil die war krank und der geht es nicht gut. Und er schreibt dir, das ist so gut, dreh das auf, schau den Livestream. Und sie schreibt, da ist kein Livestream, weil Livestream war nur am Abend. Und er schickt dir irgendwie meinen Namen, weil ich gerade predigt habe, und sie googelt meinen Namen und macht auf YouTube irgendeine Predigt auf. Und die Frau hat gesagt, eine schwere Skoliose gehabt, mit Operationen schon irgendwie genagelt, ihr Rückgrat und was weiß ich, ja, mit Stangen und so. Und er steht da und er redet mit uns und erzählt uns das so und sagt, und dann dreht sie einfach irgendeine Predigt von unserem Kanal auf. Und während sie das macht, auf einmal kommt so die Salbung in ihr Wohnzimmer und ihr Rücken fängt an zu krachen und sich auszurichten. Und auf einmal war er ganz gerade. Und er so, wie cool ist das? Und ich war so, okay, Herr, vielen Dank. Wir haben unsere Antwort für die Videos. Aber Gott ist am Wirken. Amen. Und ich möchte das, ich sage das voll, das war mein Highlight, weißt du warum? Weil ich kann von Gott was empfangen und es war so schön, seine Nähe und ich habe getrunken und ich habe gegessen. Aber das Schönste für uns Christen ist, wenn wir sehen, dass Gott durch uns wirkt. Amen? Das ist das Schönste, es gibt nichts Vergleichbares. Und ich möchte euch sagen, Cornerstone Freikirche, wir haben einen besonderen Ruf auf unsere Gemeinde. Es ist ein besonderer Ruf, ich sage nicht irgendwie besser, oder also es ist ein besonderer Ruf, ja? Und diesem Ruf werden wir folgen. Und das hat viel zu tun auch mit Anbetung und mit Lobpreis. Und wir werden diesen Raum, diese Räume füllen mit Anbetung und mit Lobpreis. Amen. Und wir glauben, dass Gottes Gegenwart zunehmen wird in unserer Mitte und durch unsere Videos in Jesu Namen und dass Leute geheilt werden und befreit werden und errettet werden und wiederhergestellt. Amen. Solange wir hier sind und wir laufen. Und das Ganze ist ein Staffellauf. Eine der Dinge, die mich so gesegnet hat, auch bei der Glaubenskonferenz, ist, die Gemeinde gibt es seit 30 Jahren. Und wie wir dort waren, wie wir da hingezogen sind, hat sehr anders ausgeschaut als jetzt. Sehr anders. Also ich glaube, es war der Fred und Judy waren da, die irgendwie gleich geblieben sind. Aber es war alles sehr anders. Und wenn wir einfach nur unseren Fuß am Boden stellen und sagen, da bin ich, da bleibe ich, der Herr tut den Rest. Amen. Und das sind Leute, die habe ich gesehen, die dem Herrn jetzt dienen, die habe ich im Kinderdienst schon gehabt. Ja. Weißt du, wie das mein Herz erfüllt? Johannes Tomaschek. Okay. Der war so ein kleiner Frechdachs im Kinderdienst. Ja. Der war manchmal eine Herausforderung. Und jetzt steht er da, weißt du, und dient dem Herrn und liebt ihn und dient seinem Volk. Und Gott macht großartige Dinge. Und ich liebe das einfach, wie Gott Sachen macht, kontinuierlich. Und wir sind einfach dabei. Ist das nicht, wir können einfach dabei sein. Ich denke mal so, man kann sich auch bekehren am Sterbebett und das ist auch schön. Aber wie cool ist, wenn man einfach dabei ist schon im Leben. Amen. So, Glaubenskonferenz nächstes Jahr, wie der Bete schon gesagt hat, sei dabei. Es ist lebensverändernd. Amen. Und wir brauchen Begegnungen mit dem Herrn. So, und jetzt dürft ihr kommen. Oder ich rufe euch. Komm. Und zwar die Coco hat mich vorher ermutigt, dass ich das einfach sage. Wie sie sagt, sie hat irgendwie im Gebet irgendwie gespürt, dass man so erfüllt war bei der Glaubenskonferenz. Und dass man einfach, dass ein paar dabei sind, die dann die Angst haben, wenn sie zu Hause kommen, dass das alles wieder weg ist und abflaut. Und da muss ich sagen, diese Angst habe ich gehabt. Und wie der Peter sagt, ich wäre eigentlich in Italien gewesen und ich wäre erst am Freitag auf die Glaubenskonferenz gefahren. Und Gott wollte mir aber schon am Donnerstag dort, also der Urlaub ist abgesagt worden, wo ich einfach am Anfang enttäuscht war. Aber es war wirklich das Richtige, dass ich von,
von Donnerstag an dabei war, weil es ist, das war so mächtig, die Glaubenskonferenz. Ich bin so erfüllt worden vom Heiligen Geist. Das war echt, ja, ich kann gar nicht sagen, es war so viel, aber ich kann nicht einmal sagen, was es war, aber es war wirklich mega. Und ich habe bei Weitem mehr mitgekriegt, als was ich in Italien da, bekommen hätte. Und es war wieder, wie wir zu Hause gefahren sind, habe ich mir gedacht, ja, ich bin so erfüllt. Und wie geht es mir eigentlich wieder am nächsten Tag? Weil an und für sich habe ich immer einen Angriff gehabt vom Teufel am nächsten Tag. Ich habe es zwar gedacht, aber ich habe es nicht ausgesprochen. Ja? Und in der Früh bin ich wieder, also ich bin zu Hause gekommen und da war ich noch erfüllt. Und in der Früh bin ich aufgestanden und es war jetzt nicht so prickelnd. Und ich habe mir gedacht, ich war so erfüllt und der Heilige Geist war so da und warum hat sich nicht gravierend was verändert bei mir? Und dann durch eine Situation in der Früh ist mir so bewusst geworden, wie der Heilige Geist mit mir spricht und wie er da ist. Und wenn man aufsteht und es geht einem super, ist ja eh alles in Ordnung, aber wenn es einem nicht gut geht, ja, und dass man das nicht ausspricht, weil der Gott weiß sowieso die Gedanken. Der Gott weiß die Gedanken, wie es in uns vorgeht. Aber wenn man es nicht ausspricht, ja, und einfach das liegen lässt und einfach im Heiligen Geist hört, was der Heilige Geist sagt und wie wir weitergehen sollen. Und das war für mich so, ich habe geglaubt, es ist alles wieder weg, was ich da mitgenommen habe. Und nein, er hat heute in der Früh zu mir gesprochen, der Heilige Geist, und hat gesagt, sprich das einfach nicht aus. Weil im Prinzip in der Bibel steht drinnen, wenn ihr von dem Baum esst, dann habt ihr den Tod. Wenn ihr zurückschaut, dann werdet ihr zur Säule erstarren. Und nein, schaut vor. Und da bin ich euch so dankbar, Peter und Conny. Weil ihr seid voller Mut, ihr seid voller Ermutigung und ihr korrigiert. Aber das ist so liebevoll und wir können einfach weitergehen und wir brauchen nicht mehr zurückschauen. Und das ist so, so mächtig. Und ich will euch wirklich uns alle ermutigen, wenn wir wieder da wegkommen von dem und wenn irgendwer raunst oder was, bitte lass uns alle weitergehen und uns ermutigen in dieser Sache. Und sind wir nicht beleidigt, wenn uns irgendwer sagt, wir sind am falschen Weg. Bitte lasst uns ermutigen. Wirklich. Hallo, ja, geht. ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich hätte so viel zu erzählen. Ich bin überwältigt, was Gott gemacht hat. Ja, ich bin noch am Auspacken. Ich glaube, wir werden die nächsten 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht noch länger. Ich glaube nicht, dass der Feind das wegnehmen kann. Ich glaube einfach, wir werden noch brauchen, die nächsten Tage, Wochen, das einfach auszupacken, was Gott uns geschenkt hat bei der Glaubenskonferenz. Und er beschützt das auch, was er uns gezeigt hat und passt auf das auf und stellt sich vor uns. Also wir brauchen da keine Angst haben, glaube ich. Ich freue mich einfach schon, was er noch alles raufbringt in den nächsten Wochen. Und wir können immer neu empfangen, auch hier in der Gemeinde. Was mich am meisten oder was jetzt so frisch ist, ist einfach, ich bin eigentlich hingegangen, ich war ziemlich, die letzten Wochen war einfach viel los und ich war ja so, boah, ich will eigentlich Ruhe haben und irgendwo in den Wald gehen mit Gott oder keine Ahnung. Und ja, habe aber gewusst, ich möchte auf jeden Fall hin auf die Glaubenskonferenz und ich habe wirklich, war sicher, dass Gott was hat für mich dort. Und ja, habe mir gedacht, wenn es mir zu viel ist, gehe ich einfach spazieren oder irgendwo aus, weil es keine große Konferenz und so viel los und viel Trubel und so weiter. War nicht ganz sicher, ob ich das brauche. Ja, dann war der erste Vortrag gleich vom Johannes Tomaschek, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das war so mein Einstieg, wo ich dachte, okay, da bin ich auf jeden Fall richtig schon. Und dann hat Gott einfach nach und nach so viel gemacht, was so vielfältig und was, wie das aufeinander aufgebaut hat, das war einfach so stark.
Ich habe gesagt, ich kriege genau das dort, was ich brauche. Ich kriege in der Gemeinschaft, ich bin so dankbar für diese, ja, für Gemeinde. Das, was wir hier haben, auch das Drumherum, dieses Netzwerk, was Rema-Netzwerk und so weiter. Ich meine, Gott beschenkt uns so reich in dem Ganzen, in dieser Gemeinschaft. Und er gibt uns da, was wir brauchen. Und auf seine Art Frieden. Ich habe, ja, es waren die Nächte nicht so viel geschlafen. Es war ziemlich aufregend, alles so viel los und so weiter. Aber jetzt im Nachhinein merke ich, ich habe so eine Ruhe, ich habe so einen Frieden bekommen dort. Ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber Gott ist einfach so am Wirken in uns und durch uns. Und gerade wenn wir in der Gemeinschaft sind, bleibt es in Gemeinschaft. Genau, das war das, was ich sagen wollte. Voll, also passend zu dem Sei still, möchte ich auch erzählen, was ich erlebt habe, weil Gott eben irgendwie auch zu mir voll gesprochen hat. Und zwar ist eigentlich so gewesen, dass ich generell oft viel nachdenke und so und während Sessions, auch bei Glaubenskonferenzen in der Vergangenheit oder irgendwelchen, und ich bin halt drauf gekommen, immer wenn ich recht viel nachdenke über Sachen oder so oder beurteile in meinem Kopf, dann empfange ich irgendwie auch weniger von Gott. Und da hat Gott einfach mich voll korrigiert, eben voll gentle, aber er hat eben gesagt, dass ich hör auf zu verurteilen. Und ich habe gesagt, ich tue nicht verurteilen, ich tue eh beurteilen. Er hat gesagt, hör auf zum Beurteilen. Und es ist halt so, weil wenn man einfach, und wenn es nur solche Sachen sind wie, ah, okay, na, es fällt mir ja nur auf, ich denke nur drüber nach, so, okay, die Person macht den Dienst jetzt, okay, ja. Und ich habe das einfach irgendwie bei der Glaubenskonferenz voll neu gelernt, dass wenn man einfach über Leute beurteilt, in seinem Fleisch, also in seinen eigenen Gedanken, dann hindert man Gott ein bisschen daran, dass er wirkt, weil dann gibt man seine eigenen Gedanken voll viel Raum und man gibt dem Geist Gottes einfach nicht mehr so viel Raum. Und ich habe dann auch eine Bibelstelle gefunden in der Offenbarung, wo steht, und ich, also Offenbarung 10 ist es, ich glaube Vers 12, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und dann ist mir irgendwie auch so bewusst, wenn ihr Gedanken, wo man in den Gedanken wen verklagt, das kommt ganz klar einfach vom Feind, das ist, weil er ist der Verkläger unserer Brüder und nicht wir. Das heißt, wenn wir in unseren Gedanken irgendwie anfangen, unsere Brüder oder Schwestern zu beurteilen oder verklagen, dann ist das immer, sind das immer Gedanken, die vom Feind kommen. Und ja, voll. Und ich hab so empfangen, so die starken Zeiten gehabt, einfach weil ich gesagt habe, okay Gott, meine Gedanken lege jetzt zur Seite, ich bin jetzt wirklich still und ich lasse jetzt wirklich dich wirken. Und ja, das hat mich, ich habe das wirklich gefühlt, das hat mich da auf einen neuen Level gehoben. Und ja, voll. Ja, ich habe von Gott Trost erlebt. Am Montag habe ich erfahren, meine Mutter ist verstorben. Und ich war, so das Ganze, was geschehen ist, das habe ich irgendwie auf der irdischen Ebene gesehen und das hat mich sehr belastet. Was ist mit ihrem Körper und was ist alles passiert? Und in der Glaubenskonferenz habe ich immer wieder so Trost erfahren, dass ich einfach auf die Seite gelegt habe und Gott hat mich getröstet. Und zum Beispiel der Samstag, Vormittag, bin ich auch wieder so mit einem schweren Last gekommen und ich habe mich nicht fokussieren können auf Lobpreis. Und dann kommt das Erste, der prophezeit hat, ein dunkelhäutiger Junge, und hat gesagt, du gehst durch diese Phase nur, das ist der Tal des Todes und bleib nicht dort stehen. Und wie er prophezeit hat, es hat mich so gestärkt, da konnte ich sofort wieder mit vollem Kraft im Lobpreis einsteigen. Und ja, das war für mich, vielleicht für andere auch, aber das habe ich gesehen, dass Gott sieht uns, was uns beschäftigt oder was uns unterdrückt und einfach schickt das Wort. Und das kommt nicht leer zurück, sondern wirkt. Und es gibt in der Hoches Lied ein Teil, wo das steht,
dein Name ist ausgegossen Öl oder Duftöl, ist das gut, duftet gut. Und am Freitagnachmittag hat bei der Anbetung, wie du gepredigt hast vorher über diese Frau, die das Duftöl, also das Öl für Jesus gesagt hat, ja. Und das liebe ich auch, diese Stelle. Und vorne bei der Bühne hat Peter seine Hand auf mich gelegt. Und auf, wie ich weggegangen ist, habe ich auf einmal so eine erlebt. So ein starker, süßen Duft hat mich umgeziegelt. Das war, und da habe ich Gottes Kraft so gespürt, da könnte ich nicht sitzen oder knien bleiben, sondern müsste ich auf den Boden Bauch legen und nichts, konnte ich nicht mehr bewegen. Ein paar Minuten später habe ich gedacht, jetzt kann ich wieder knien, und habe ich versucht und dann wieder auf den Boden. Und dort liegen am Boden habe ich gewusst, dass Gott hat auf mich eine Salbung ausgegossen. Das ist vom Gott, das ist die Salbung, was du gepredigt hast, dass die Duft war dann sofort weg, also das war nur ganz kurz, aber die Salbung ist dort geblieben und ich habe gewusst, dass ich gesalbt bin für Evangelium sagen. Also nicht, dass Evangelist werde, sondern ich habe jetzt Mut. Und wenn im Alltag ich werde die Leute begegnen, dann kann ich das machen. Das ist mir bewusst geworden. Das ist die Salbung gekommen. Ja, danke. Das wollte ich sagen. Ganz kurz, ich will euch nicht lange aufhalten. Ah, in die Kamera. Gottes Willen. Ich unterschreibe alles, was ihr gesagt habt. Und vor allem die Elisabeth ist so stark in dem Wort. Also das ist, boah, arg. Mir ist wieder bewusst geworden, dass, wie soll ich das jetzt sagen, ich habe die ganzen Lobpreisabende in Zungen gebetet. Das hätte ich nie gedacht, dass das so einfach geht. Weil wenn ich an das mich erinnere, wo ich das Sprachengebet gekriegt habe, das war nur so irgendwas. Aber es war einfach so eine Leichtigkeit jetzt da oben, und das ist von selber passiert. Es ist aber mega anstrengend gewesen. Das muss ich sagen, im Nachhinein, ich war fertig. Ich war gestern am Abend komplett fertig. Und die Romana und ich, wir sind wieder gemeinsam im Zug nach Hause gefahren. Und ihr wisst von mir, ich fahre sehr gern mit dem Zug. Und das hat auch einen Sinn, das weiß ich jetzt immer mehr. Und der hat insgesamt wieder 2 Stunden Verspätung gehabt. Und ich bin erst irgendwann am Abend angekommen in Glocknitz. Und ich habe mir gedacht, Herr, du hast sicher einen Plan wieder. Irgendwas lässt da einfallen, warum ich über Regulierung drin, darum klingt das jetzt so komisch. Was du wieder für eine Idee hast, um mir zu zeigen, wem ich von dir erzählen soll. Und das ist gestern wieder passiert beim Heimfahren. Ich war schon komplett fertig. Ich habe mir gedacht, nein. Und plötzlich ist mir ein Mann nachgegangen, ein älterer Herr, und der hat mich angesprochen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich muss eins sagen, er hat auf meinem Band gelesen, Jesus liebt mich, das hat er gesehen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und um das abzukürzen, ich habe ihm innerhalb von 10 Minuten, bevor ich in Glocknitz ausgestiegen bin, das Evangelium so richtig, aber liebevoll gesagt. Nein, es war wirklich liebevoll. Ich bin normalerweise sehr, sehr akkurat, aber ich weiß, er sagt mir sich, der Heilige Geist, wie ich bei wem tun darf. Und das war so interessant, das war ein Politiker, der war Bürgermeister von Wildon. Ich habe es heute schon der Monika beim Reinfahren erzählt. Das war so spannend irgendwie, weil er hat eigentlich vor Gott begonnen und er ist bei uns in einer Reha-Anstalt auf Kur. Und ich habe das genommen, einfach. Habe es einfach genommen und habe ihm das dann so richtig gesagt, du, vergiss das nicht. Du musst vor Lebzeiten Jesus dein Leben geben, nachher ist es spät. Die ganzen Predigten und alles, es war so witzig irgendwie. Es war nur eine Geschichte von dem Ganzen. Und der Pastor Fred hat mich ermutigt, am Freitagabend, bei diesem mega, 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 mega Abend, ganz zum Schluss hat er mir wirklich dieses Wort gegeben, was ich schon öfters gehört habe, was er mir prophetisch zugesprochen hat, und das werde ich auch weiter tun. Und da gehört das Zugfahren dazu. Ja. Und ich freue mich schon, wenn ich jetzt nach Baden fahren kann, weil das ist für mich jetzt und für uns viel leichter. Das ist jetzt noch näher. Und werden wir schauen, was da alles passiert. Und alles, was ihr gesagt habt, unterschreibe ich. Und ich muss nur eins sagen,
das Lobpreisteam, egal wer es war, ihr seid ein Wahnsinn. Das ist arg. Das ist, und am Freitag am Abend habe ich immer gedacht, Mensch, halten die das überhaupt aus? Das ist mega. Ihr seid wirklich, 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 wirklich mega. So, jetzt muss ich auch was sagen. Also für mich war es besonders schön, dass ich mit meinem Mann Werner gemeinsam dort war. Ja, einfach das als Ehepaar gemeinsam zu erleben, ist einfach besonders schön. Und Gott hat so viel gesprochen. Also für mich war es wirklich bei jeder Predigt, wie es wäre, wird der Heilige Geist einfach mit seinem Feuerwerk schießen und da kommt einfach und er spricht und er spricht und er spricht. Und was mir ganz besonders blieben ist, einfach persönlich für mich, Mut zu haben und einfach ja, Mut und Kraft einfach nicht durch mich, sondern durch ihn. Weil ich habe manchmal auch immer wieder so Gedanken, da kann ich das überhaupt und Ding. Und er hat einfach wieder gesprochen, es ist ja nicht durch meine Kraft, sondern durch seine Kraft. Und ihm gebührt die Ehre. Und bei der letzten Session haben wir früher heimfahren müssen, weil der Werner, ihm ist nicht so gut gegangen. Und die Zugfahrt war extrem teuer. Und wir dachten, na servus, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Luxus. Ja. Und dann haben wir gedacht, na super, jetzt verpassen wir das und so. Und dann der Werner hat gesagt, na schauen wir uns das an währenddessen. Und dann, ich glaube, die letzte Station setzt sich eine Frau, eine drogensüchtige Frau mit ihrem Kind und eine Schwangere zu uns. Und die war wirklich extrem voll. Also die hat nur mehr so die ganze Zeit gewackelt und das Kind, das hat gar noch nicht so viel sprechen können, aber man hat gesehen, das hat einfach schon viel mitgemacht. Ja. Und ich habe mir gedacht, die sind nicht zufällig jetzt da. Die müssen irgendwie was. Und es war jetzt nicht viel Gelegenheit, aber ich habe eine Visitenkarte gehabt und habe ihr das dann gegeben und habe gesagt, schau dir das an auf YouTube. Da gibt es Freiheit bei Jesus. Schau dir das an. Und ich bete wirklich so für die Frau, weil dafür ist Jesus kommen, einfach die so tief verschlungen sind mit Tod einfach zu erretten und befreien. Freiheit. Und das ist so cool. Ich habe so viel empfangen und war gar nicht geplant, dass wir mit dem Zug heimfahren. Also Zugfahren ist wirklich cool, Lydia. Sollten wir jetzt öfters auch machen. Ja, das war eigentlich mein Highlight. Ja. Sehr praktischer Ansatz, Lydia. Ich mag das. Ich schließe mich den Vorrednern an. Das kann ich echt unterschreiben. Es war so. Ich bin jetzt noch in dieser Herrlichkeit gebadet. Ich sage euch, ich höre mir jetzt die ganze Zeit auch den Lobpreis noch an von den Sessions, was du auf YouTube machen kannst. Da sind noch ein paar Lieder dabei, die haben mich so gecatcht. Das war so. Die werden mir auch das eine oder andere hier einbauen, nachdem ich darum gebeten habe. Das ist wirklich Hammer. Das ist, war so schön. Ich bin so dankbar Gott aus so vielen Gründen. Und Axel, du hast es auch so gut gesagt, das stimmt, da ist man noch am Auspacken. Ein paar Dinge weiß ich schon, ein paar Dinge habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist ganz gut, wenn man auch schreibt, wenn man während den Sessions Sachen schreibt oder wenn jemand für dich betet, dass du aufschreibst. Und ich habe auch ein paar Dinge empfangen, was meine Zukunft angeht, die ich jetzt gar nicht so im Detail sagen möchte, aber ganz gut, einfach euch zu sagen, schreibt euch solche Sachen auf, bewegt es im Herzen. Es ist so wichtig, dass wir die Dinge Gottes, selbst wenn es jetzt gerade, vielleicht macht es jetzt noch gar keinen Sinn, meistens, dass du es einfach aufs Regal legst und es bewegst im Herzen. Und das, was ich eigentlich mitgeben möchte, das für mich stärkstes Zeugnis ist, der Pastor Fred und Pastor Judy, die kennen wir seit 1998, nein, seit 2000, also seit bald 23 Jahren, ja. Und damals, im Jahr 2000, hat Gott während der Glaubenskonferenz zu uns gesprochen, wir sollen nach Wales gehen und dort die Bibelschule machen. Und das war in einer Glaubenskonferenz. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Glaubenskonferenzen, weil Gott hier so gesprochen hat. Und er spricht nicht, weil er nur auf der Glaubenskonferenz spricht, sondern weil du etwas schon betitelst, Glaubenskonferenz, kommen die Leute voll Glauben hin. Glaubenskonferenz, ich komme in Erwartung. Und er hat damals zu uns gesprochen, wir sind dann nach Österreich gezogen und wir kennen Pastor Fred und Pastor Judy jetzt schon so lange und wir lieben sie und ich liebe sie mehr denn je und sie sind meinem Herzen noch viel näher, jetzt auch durch diese Konferenz worden und
Für mich ist es eine Wiederausrichtung. Es ist wieder, wie wenn man kalibriert wird, eine Feineinstellung. Für mich war dieser Wales-Aufenthalt wieder so inspirierend, dieses große Haus Gottes, aber auch diese Diener Gottes, die so straight, so in der Leere so marschieren und die so ein großes Herz für Leute haben. Also für mich war es wieder richtig gut, mit meinem geistigen Papa so viel zu sein. Ich habe nicht so viel Zeit mit dem Pastor Fred, wie jetzt auf der Konferenz zum Beispiel. Und das ist für mich mein Highlight. Also, und ja, hammermäßig. Und der Lobpreis. Also eins möchte ich nur sagen für die, die nicht da waren. Am Freitagabend war es dann schon Samstag, möchte ich sagen, wie sie aufgehört haben. Um circa eins, glaube ich, haben sie nach, später, Elias deutet, es war nach eins, haben sie da die Instrumente vor sich gelegt, aber die haben nicht um 23 Uhr angefangen, sondern schon um 19 Uhr. Das war hammermäßig. Ich meine, wirklich Thumbs up für diese jungen Leute, die so stark dienen im Lobpreis. So, ich glaube, es gibt schon Anmeldungen für die Glaubenskonferenz. Also nächstes Jahr, nicht vergessen, 30.05. bis 1.04.